Gut. Ja, das auf jeden Fall schon mal dazu. Dann haben wir noch eine weitere Geschichte, wenn es denn lädt, nämlich die BlackRock, die Ethereum-ETFs. Ne? Dass erstmal sogar ein Infovideo von BlackRock zu den ETFs aufgetaucht ist, obwohl BlackRock selber hier in den ETFs doch. Ja, wir haben. Das fand ich auch sehr, sehr interessant bezüglich des Ethereum-ETFs. Auf den Chart gehen wir gleich ein. Eine extrem interessante Gebührenübersicht, sagen wir einfach mal so. Während wir hier mal schauen, der Grayscale-Ethereum-ETF, dass die letztendlich 2,5% Gebühren erheben im Vergleich natürlich zu allen anderen, die nahezu, Gebühren werden sie irgendwo auch haben, ne, nahezu null einfach sind. Na, also das muss man sich vor einmal vorstellen. Erstens, ja, laufende Gebühren, zweitens Startgebühren zum Start. Also stellt euch einfach mal vor, wir haben tatsächlich hier irgendwie einen Großinvestor, der einfach mal, ja, jetzt sagt, er möchte 10 Millionen oder 100, gar 100 Millionen in einem Bitcoin, in einem Ethereum-ETF packen. Dann sind die am Start, gehen 2,5 Millionen oder in dem Fall bei 250.000, wenn es 10 Millionen sein sollten, einfach weg. Direkt weg. Du hast eine Investition getätigt und 2,5 Millionen sind weg. Das kann man sich einfach nicht ausdenken. Also das ist so ein Quatsch. Und ja, dementsprechend werden sich selbstverständlich die meisten Anleger auch für andere ETFs entscheiden. Umgekehrt natürlich ja, ein Riesen-Profit für alle, die doof genug sind, das dann über Grayscale tatsächlich zu machen. Und es wird immer welche geben. Ja, aber das muss man sich einfach mal reinziehen, wie krass hier der Gebührenunterschied ist. Und warum das gerade über Grayscale absolut nicht attraktiv ist oder auch in Zukunft sein wird. Sichere dir einen $10 Cashback-Voucher für deinen ersten Trade auf CoinEx. Spare zusätzlich dein Leben lang Gebühren mit dem Link in der Videobeschreibung. Gut, ja, generell gehen wir natürlich auch nochmal auf den Ethereum-Chart ein. Oh, ich hatte gehofft, dass natürlich ordentlich Bewegung im Bitcoin-Markt sein wird oder generell im Kryptomarkt jetzt zum Livestream sein wird. Deswegen haben wir es extra auf heute Abend nochmal geschoben. Ja, mal schauen. Da herrscht auf jeden Fall ein bisschen Angst im Hintergrund aufgrund der Mt. Gox-Überweisungen jetzt. Ethereum selber, ja. Haben wir ein bisschen drüber geschnackt, ob das so ultimativ Sell the News sein wird oder tatsächlich direkt pumpt. Meistens ist es ja so in Richtung Sell the News. Ich habe jetzt trotzdem selber keine Short-Position eröffnet, weil, ja, wie gesagt, wir sprechen jetzt hier von 3%. Also wenn du nicht genau an dem Punkt und dann da direkt mit einem 50er Hebel oder so rein bist, hast du hier auch nicht großartig viel zu holen gehabt. Na, es sei denn, es geht natürlich jetzt doch noch eine Ecke tiefer, aber das wage ich eigentlich zu bezweifeln. Also ich denke nicht, dass es so im extremen Sell the News Event endet, dass das hier wirklich nochmal in Richtung 3000 und tiefer Ethereum geht. Aber ich kann mich natürlich auch ändern. Ja, das sowieso. Ich kann mich natürlich auch irren, wollte ich sagen. Und bin gespannt. Na, hängt natürlich auch jetzt ein bisschen von den möglichen Abverkäufen im Bitcoin von Mt. Gox ab. Und das so oder so bezieht sich ja auf den ganzen Markt. Ansonsten haben wir schon ein sehr, sehr krasses Handelsvolumen erlebt. Allein in der ersten Stunde waren das, glaube ich, schon knapp 100 Millionen, habe ich gelesen. Ja, die letztendlich an Trading-Volumen reingeflossen sind in den Ethereum-ETF. Also schon eine sehr, sehr krasse Geschichte.